Rotax Junior steht auf dem Programm und Noah Jansen war der Pilot, der sich dort gestern nach den Heats als Polesetter herauskristallisierte. Er startet von 1 in dieses Rennen, der Pilot mit der Startnummer 231. Er ja auch Tabellenvierter, hat also da schon mal mächtig Punkte gut gemacht, denn die direkten Konkurrenten Boris Markovic, Platz 14, Philipp Hansler, Platz 5 und Tom Reger, der ist gar nicht mit dabei. Nee, doch an der 7. Position, da ist er. Das sind die direkten Konkurrenten von Noah Jansen, die vor ihm liegen, sind nicht in seiner direkten Nähe untergekommen. Niklas Casarino, zweitschnellster Pilot, vor Henry Melchior und Noah Neumann. Philipp Hansler, der Tabellenzweite, startet aus der 5. Position ins Rennen vor Thomas Verheyen, dem Belgier beim Heimspiel von Platz 6. Tom Reger, Tabellenplatz 3, 7. Position. Azmi Heise auf 8 vor Kalle Pretin, Joshua Rovert in der 5. Startreihe, Luca Nobis und Len Dreves vor Maximilian Vierling und Boris Markovic, die 14. Position. Ujan Zeilig leider nicht mit dabei, der Pilot mit der Startnummer 221. Sie sehen ihn an der 15. Position im Klassement aufgereiht. Er wird aber nicht das Rennen in Angriff nehmen. Ärgerlich, nichtsdestotrotz freuen wir uns jetzt auf ein spannendes Rennen über 11 Minuten plus eine Runde Renndistanz hier bei dem Superheat der Junioren. Noah Jansen und Niklas Casarino in der ersten Startreihe. Casarino, der eigentlich sich auch vorgenommen hatte, in der Meisterschaft ein Wörtchen mitzureden, in Wackersdorf viel Pech hatte, nichtsdestotrotz aber mit Sicherheit in der Lage sein wird, sich vorne wieder mit anzuschicken. Nicht umsonst war er dann eben gestern derjenige, der nach den Heats Platz 2 belegte, könnte hier vielleicht sogar gleich einen Angriff mal starten gegen Noah Jansen. War ja im Qualifying in Wackersdorf sogar der Schnellste, aber in den Rennen dann halt einfach verwachst. Jansen, Casarino, Reihe 1. Melchior Neumann, Reihe Nummer 2. Und so kommen sie jetzt zurück Richtung Start und Ziel. Gefahren. Letzte Kurve ist angesagt. Es geht rechts herum. Und dann geht es auf Start und Ziel mit Blick Richtung Ampel. Ampel ist aus. Der Start jetzt also freigegeben. Guter Start von den beiden Führenden. Von Noah Jansen und auch von Niklas Casarino, die sich da durchgesetzt haben. Ein sehr guter Start von einem der Tony-Kart-Piloten. Das könnte Thomas Verheyen gewesen sein. Genau so ist es. Startnummer 282 hat sich dann in die 4. Position zurückgefahren. Wie so mittig durch alle anderen hindurch. Während auf Rang 3 jetzt Verheyen liegt. Eigentlich wollte ich auf Henry Melchior hinaus. Damit ist Noah Neumann derjenige, der viele, viele Positionen dort in dieser Startphase verloren hat. Denn vorne ist die Reihenfolge erst einmal folgende. Auf 1 Noah Jansen, auf 2 Niklas Casarino. Mal schauen, wie lange noch, denn da schickt sich jetzt Thomas Verheyen an, schiebt sich jetzt schon vorbei, übernimmt die 2. Position. Dann auf 4, jetzt also Henry Melchior, Azmi Heise, Tom Reger und erst dann Noah Neumann. Boris Markovic, der Tabellenführer, hat sich mittlerweile an die 8. Position vorgefahren. Mächtig Position gut gemacht. Und da gibt es Eingangs-Europa-LAN. Ein Tete-a-Tete. Da sehen wir es kurz nochmal im Splitscreen eingeblendet. Nicht zu erkennen, wer jetzt das Ganze gewesen ist. Aber wir sehen einen wild auffahrenden Thomas Verheyen. Denn er versucht jetzt hier gegen Noah Jansen sein Glück. Während Niklas Casarino dahinter
auch alle Hände voll zu tun hat. Henry Melchior, Azmi Heise und Tom Reger hinter sich zu halten. Azmi Heise geht vorbei an Henry Melchior und das hat auch dann gleich Tom Reger mit ausgenutzt. So schnell kann das Ganze gehen. Nächster Versuch, uiuiui, von Thomas Verheyen. Auf der Geraden mit deutlich Geschwindigkeitsüberschuss. Musste sich da ein wenig anlehnen. Muss man vorsichtig auszudrücken. Vermutlich hier 14 Runden Renndistanz. Ja, Versuch jetzt von Azmi Heise gegen Niklas Casarino. Ohne Erfolg. Eher mit der Gefahr, jetzt wieder überholt zu werden vom Energy Card Pilote mit der Startnummer 206, Tom Reger. Reger versucht wieder gegen Azmi Heise. Boris Markovic übrigens mittlerweile an der 7. Position angekommen. Hat dann aber gute 2,5 Sekunden Rückstand. Das war der erste ernstzunehmende Angriff von Tom Reger. Erst einmal ohne Erfolg. Denn der Konter war sehr, sehr schnell wieder gefahren von Azmi Heise. Nächster Versuch, vielleicht Ende, Start und Ziel. Da kommt er, genau da rein, innen rein, geht vorbei. Und diesmal kann er den Konter auch abwehren. Damit jetzt Tom Reger vorbeigegangen und an der 4. Position. Jetzt versucht sich Tom Reger gleich noch Niklas Casarino zu schnappen. Auch das ist kein unmögliches Unterfangen. Würde mich nicht wundern, wenn er da relativ kurzen Prozess macht. Genauso ist es. Ist nämlich schon vorbei an Niklas Casarino. Hinter diesen beiden. Bildhintergrund haben wir sie ganz kurz gesehen. Verheyen, der Belgier. Verheyen, der guckt sich hier Noah Jansen jetzt schon ein paar Minuten lang an. Keine Chance vorbeizukommen.
Noah Jansen geht auch in Runde 9 als Führender. Jetzt aber der Versuch, innen reinzustechen, Thomas Verheyen. Das war ja relativ simpel. Die Lücke tat sich da viel zu einfach auf. Aber Noah Jansen, der gibt nicht auf. Er wird sich das Ganze jetzt vielleicht noch ein, zwei Runden anschauen, um vielleicht nochmal einen Konter zu setzen, wenn nicht Verheyen sich da lösen kann. Jetzt auf Start und Ziel. Da war Verheyen eben deutlich schneller. Gewaltigen Geschwindigkeitsüberschuss. Aber im Moment sieht das Ganze erstmal ganz ordentlich aus. Ah, immer wieder der Versuch dort von Noah Jansen, jetzt mal irgendwo wieder vorbeizukommen. Gelingt aber auch eher semi. Einen richtigen Angriff konnte er nicht starten bisher. Und dann geht es jetzt gleich in die letzten zwei Runden mit dem neuen Führenden und dann doch wieder alten Führenden. Da war der Versuch von Noah Jansen. Ein bisschen optimistisch, denn der Konter, der war vorprogrammiert. Vielleicht auf der Europalan. Innen rein. Jawohl. Noah Jansen wieder zurück auf 1. Ah, Noah Jansen macht die Tür zu. Jetzt die Frage, die letzte Runde. Sie läuft außen herum. Was ein Manöver von Thomas Verheyen. Auch aufgrund eines kleinen Fehlers, so hatte man den Anschein. Von Noah Jansen, der jetzt dann aber wieder innen reinsticht und sich die Führung wieder zurückholt. Wie lange noch? Es sind nur noch wenige Meter. Ja, die Tür wird zugemacht von Noah Jansen, wieder außen herum. Aber diesmal kann Jansen verteidigen. Sticht dann nochmal innen rein. Thomas Verheyen, auch da wird die Tür zugemacht, wird jetzt aber mit weniger Schwung rauskommen und so geht es gleich nebeneinander Richtung Start und Ziel und vielleicht ist der Nutznießer Tom Reger, nein, schwarz-weiß kariert, ist draußen. Jansen gewinnt vor Thomas Verheyen und Tom Reger
in der dritten Position. Platz 4, Niklas Casarino und Azmi Eise in der fünften Position. Ja, so schnell kann das Ganze gehen und so eng kann es zugehen. Und plötzlich war nämlich Tom Reger wieder mittendrin im Geschehen. Die haben da mal eben 2 Sekunden in der einen Runde weggeschmissen, fast 3 Sekunden, weil sie eben so hart in den Kampf gegangen sind. Vor 2 Runden übrigens auch ausgefallen, Kalle Prettin von Mach 1 Motorsport Kartschmiede. Und das hier ist das Gesamtresultat. Für Noah Jansen bedeutet das auch die Pole Position für den Finallauf. Gratulation. So darf es gerne weitergehen am heutigen Tage. Apropos weitergehen. 10.50 Uhr, 3,5 Minuten. Das A. Der A-Superheat in der Rotax-Seniorklasse.